Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Diesmal in Live in the Woods mit dem Igor, den ich jetzt gar nicht mehr sehen kann. Ja, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder weiter vorgelaufen. Ich Ja, ich gehe wieder zurück. Wir haben uns komme schon ein noch bisschen mal. umgeschaut, das hört man heraus. Und zwar wollte ich ja schon mal gucken, dass die Chunks so ein bisschen geladen haben, damit das nicht so ganz so arg ruckelig ist. Genau, das ist auch nicht mehr der Fall. Also mein Plan ist es jetzt. Hallo. Hallo. Mein Plan ist es jetzt. Als allererstes einen Weg zu meinem Berg hinaufzufinden. Und zwar wird das hier vorne mein Berg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das vielleicht nicht die cleverste Idee ist, den hier zu nehmen, sondern man sollte lieber einen etwas niedrigeren nehmen. Weil ich hatte vor, eigentlich da oben drauf meinen Schloss drauf zu zimmern. Aber ich muss erstmal Vielleicht hochkommen. könnte man ja auch, um da reinzukommen, den vorderen Berg hier am Spawn als Aussichtsplattform nehmen oder als, wie sagt man da, als Burgfried oder Bergfried nehmen, um dann schon mal Material zu sammeln für den großen Berg. Vielleicht Ja, es ist du bist ja vielleicht nicht ein. so weit weg vom Spawn. Ja. Du bist näher bei den anderen oder bei Pizza und Ja, also den da oben, den ich zuerst nehmen wollte, ne? Ja. ja, entweder den oder irgendwie. Der Berg hinter bei Pizza in der Nähe. Ich glaube, das ist ganz gut so als bombastischer Moment, wenn man als allererstes den Server betritt, direkt da vorne meine Burg zu sehen. Zum Beispiel da. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann hüpfe ich mal rüber. Ja. Sonst wieder nachts, aber Das ist halt so. Das ist halt ist die halt so, ja. Tag-Nacht-Systematik. Wie schnell wird es denn eigentlich wieder Tag? Uff, da fragst du mir was. Eine gute Frage. Naja, gut, also es wird irgendwann wieder Tag. Bis dahin müssen wir uns jetzt hier mit dunkelster Dunkelheit rumschlagen. Ich sehe natürlich noch weniger durch das Licht, das durch mein Fenster reinfällt. Ich kann ja mal schnell Wettergott spielen. Nee. Wir werden es jetzt normal. Es ist Live in the Woods. Es ist nicht Wettergott-Spiel. Wettergott. Hier ist Okay. irgendwie ein Loch. Das ist Du musst beleuchtet. aufpassen. Ach, ich meine, eine Fa Ach, du hast noch keine Fackel, gell? Nein, habe Ich ich könnte auch mal nicht. schnell Fackeln bauen. Ich bin gerade am. So, ich bin jetzt erstmal Wer hier. ist denn? An der Workbench. Also, ich glaube, da müsste ich erstmal eine Brücke von dem. Jo, das war richtig nice. Jetzt an der Brücke da oben und dann da oben das Schloss drauf. Okay, das fange ich jetzt an. Dafür muss ich Erde abtragen. Als allererstes Mal. Und dann da oben noch eine Workbench drauf zu zimmern. Soll ich dir schon mal ein paar Spitzhacken machen? Oder ist es selber? Ich mach's selber. Gut, dann stelle ich mal ein paar Bäume. Okay. Und dann wieder an. Ich glaube, dass die Sounds noch ein bisschen zu laut sind, also die Umgebungssounds. Ich stelle mal runter auf 60%. Glaube, das ist doch genauso laut. Okay. Noch ein bisschen weniger. Vielleicht einfach das hier ein bisschen runter auf 60. Ist immer noch genauso, Leute. Kann halt einfach nichts machen. Okay, egal. Das ist mir auch schon bei anderen Spielen aufgefallen. Besonders bei Dead by Daylight ist das der Fall gewesen. Da konntest du machen, was du wolltest. Subjektiv betrachtet, wenn du das Spiel auf 5% Lautstärke gestellt hast. Ist Da immer war es laut. angenehm leise. Dann hast du es sozusagen neu gestartet. Dann war 5% irgendwie die 100%. Und dann war es wieder genauso laut wie das Spiel von vorne, aber du hattest weniger Möglichkeiten, das runterzuregeln. Und wenn du dann irgendwann bei 1% angekommen bist und dann sozusagen musstest du irgendwann gefühlt da die 100% annehmen und wieder neu starten, um wieder was runterregeln zu können. Weil dann sind dir deine Ohren weggeflogen, wenn du auf 100% gestellt hast. Okay. Weiß, woher das kommt. Bitte? Komisch, wenn das ist komisch, wenn das so ist. Oh, die Hühner lassen hier Eier fallen. Ja, es ist normal.
Normal. Ich habe schon ewig kein Minecraft mehr gespielt. Ich auch. Deswegen muss ich gerade auch erstmal drüber nachdenken. Ich muss ja gleich auch was essen. Irgendwann mal. Meine Blaubeeren habe ich ja verloren, denke ich, durch meinen Tod. Bei Pizza müsste es was im Ding geben. Hm. In der Truhe. Oder er hat auch Weizen. Oh, hat er schon Mehl? Ich weiß es gar nicht. Also er hat auf jeden Fall eine kleine Farm angelegt bei sich. Habe ich gesehen. Ich muss ja aber erstmal hochkommen. Um meinen Weg. Im Worst Case müssen wir ein paar Schweinchen. Ach, das ist nur so ein Vorturm hier. Das ist viel zu klein, um da was drauf zu bauen. Das wäre dann sozusagen nur so ein Türmchen. Könnte man da hinbauen. Okay, dann wird das hier erstmal die Hauptburg. Wie heißen denn die Türme in Skyrim? Türme in Skyrim? Wo die Banditen immer draufleben. Das sind diese kleinen... Na, das sind diese, wenn du zum Beispiel nach Flusswald gehst du mal links über die Brücke. Ja. Hoch zum Hügelgrab. Ja. Und da musst du doch auch, kommst du doch auch mal nach einer Zeit links an so einem kleinen Turm vorbei. Ja, das ist eine Ruine, nennt sich das dann immer. Das ist sowas, sowas hätte ich jetzt vielleicht gedacht, dass man sowas vielleicht mal herbauen kann. Eine Ruine? Vielleicht ist es wegen der eine Ruine, aber. Es heißt Ruine. Toll. Nimm mal dann eine Ruine. Also du schlägst mir jetzt vor, dass ich eine Ruine hier hinsetze. Naja, das war nur eine Idee. Es war nur eine Idee. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Also, okay. Du kannst auch eine Aussichtsplattform hinbauen. Oder ein Ferienhaus für gestrandete Schweinchen. Gestrandete Schweinchen. Ja, ich muss erstmal, glaube ich, mehr Dirt sammeln. Und dafür brauche ich eine Shovel. Und dafür brauche ich für mehr Shovel, brauche ich Holz. Dann muss ich mal einen Baum hier fällen, würde ich sagen. Ich versuche hier unten auf der Schneeebene so eine kleine Baumplantage anzulegen. Ich fälle mal im Dunkeln. Interessant, auf der Aufnahme kann ich besser erkennen, was ich abarbeite, als auf dem Actually-Bildschirm. Hast du das umgestellt? Nein, ich habe nichts gemacht. Das ist normale Einstellung. Ich kann jetzt nach Sound kann ich hier jetzt abbauen. Das war übrigens Blatt Papier. Das auch. Hallo, Baumstamm. Ich weiß, dass du noch hier bist. Aha, da ist er, glaube ich. Ich kann auf der Aufnahme erkennen, wo der Baumstamm ist. Jetzt kann ich sogar sehen, dass kein Baumstamm mehr da ist. Crazy. Du spielst quasi jetzt gerade nach Aufnahme. Ja. Ja, wieso nett, ne? Also. Irgendwo war hier eine Workbench, also, die habe ich gesehen, da hinten ist sie. Ist so einfach, wenn es schwierig geht. Ja. Jo, dann bauen wir mal hier. Die Nacht müsste jetzt auch bald vorbei sein. Ist schon 3/4 der Mond. 3/4. 3/4. Ja, okay. Ich brauche ich da nicht dafür. Ach so, ja. Das war irgendwie noch anders. Oder? Oder doch nicht? Nee, das war anders. Ich musste Sticks haben, sowas. Genau. Ich musste kurz bei ihm überlegen, wie es doch mal ging. Bisschen weiß ich doch. Du kannst ja auch irgendwie Rezepte einblenden lassen. Das ist ja langweilig. Ich muss dir selber überlegen. Früher gab es Rezepte auch nicht. Ja, die gibt's aber in Vanilla, ich wollte dir nur sagen. Inzwischen. Ja. Inzwischen. Früher gab's die auch nicht, oder? Früher war alles nicer. Nein, nicht alles, aber es war auf jeden Fall kniffliger, würde ich sagen. Die Minecrafts, Minecraft nicer. Hier kann man echt eine kleine Brücke herbauen. Hm? Ah, hier zur Pizza bin ich gerade auf dem Weg. So eine Dreckstelle. Wie bauen wir denn eigentlich unseren... Oh, ich hätte eine Idee, wie man den Spawn gestalten kann. Okay, willst du eine riesige Beere dahin bauen oder was? Eine Bärenplantage. Eine Bärenplantage. Gigantisch. 3 Kilometer nur Bären. Eine Hecke. Eine Bärenhecke. Du musst aus einem Bärenlabyrinth entfliehen, bevor du irgendwas machen kannst. Okay, aber bevor wir jetzt das Abenteuer weiter gestalten, bedanke ich mich für die allererste Folge, die
die ihr euch dann angeschaut habt bis zu diesem Punkt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und ich freue mich wieder auf Minecraft. Ich habe so lange nicht gespielt. Es ist nicht schlechter geworden, sondern nur besser durch Life in the Woods. Und bis dann und vielen Dank. Tschüss!